Nein, für mich gab es keine Anzeichen. Nee, eigentlich also, nicht. Nein. Der hat das also ich habe mich oft, wahrscheinlich du auch, irgendwie oft gefragt, ob man das nicht hätte durchschauen können, aber ganz ehrlich. Die Spirale ging ja abwärts, also das Ausmaß war ja... Ja, das hat nie Traum daran gedacht, dass es diese Konsequenzen hat, ja, das ist, dass das Loch so groß ist, ja, oder diese Tiefe, dass wir da alle so hinabstürzen, das wussten wir ja gar nicht. Wenn du dir das Ganze durchliest, das große Ganze, du liest dir dann deine Anklageschrift durch. Und dann hast du deine Bilder dazu. Auf dem Papier steht ja die eine Wahrheit und du kennst dann noch deine Wahrheit dazu. Und dann sagst du, krasse Sache. Was wäre, wenn ich jetzt einer der Betroffenen gewesen wäre? Also ich hätte das aufgedeckt. Ich hätte es erkannt. Einen Betrüger kannst du nicht betrügen. Kind geht in eine Elterninitiative in München, in Schwabing, einem sehr wohlhabenden Stadtteil. Und es ist ein buntes Haus. Es gibt 3 Gruppen für Kinder, jeweils 15 Kinder. Schon allein das Haus, jetzt allein als Haus, ist ja schon mal so eine Villa Kunterbunt eigentlich. Also wenn man, also ganz ehrlich, ich wusste vom Kinderhaus gar nichts. Also dahin, oder wenig. Und letztendlich, ich fand es einfach super, als ich es das erste Mal gesehen habe mit dieser Rutsche draußen und dem. Sehr sympathisch, und warm. Rücksichtnahme, helfen, Empathie, Körperkontakt, auch mal lieb sein und auch wenn jemand sich wehgetan hat, dann auch ja, trösten, indem man auch die Hand hält. Also schon, wie gesagt, sehr viel sozialer. Es ist die Sache von fordern und fördern. Also das ist wie Katrin richtig gesagt hat, einfach Talente sehen, sie fördern und vielleicht auch mal ein bisschen an der anderen Ecke kratzen, ob da nicht auch noch was ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, unsere Kinder sind den Großteil des Tages sind die im Kindergarten. Die sind fast mehr im Kindergarten als zu Hause. Und deshalb auch mit den Menschen im Kindergarten, mit den Kleinen wie den Großen, sind sie fast mehr zusammen als mit uns. Und dann muss das schon alles stimmen. Und dort stimmt es auch in 99,999%. Ein interessanter Fingerzeig war eigentlich schon die Bewerbung. Ja. Ja, ich war in dem, als die zwei sich vorgestellt haben quasi. Es war im Kinderhaus so, jetzt ist es ja auch anders, dass die Eltern ausgewählt haben. Über die Eltern, die quasi neu hineinkommen irgendwie. Und dann haben die beiden sich vorgestellt an einem Nachmittag, da waren aber nur 5 Leute da. Das ist halt eine Auswahlsituation. In der du aber nicht etwa sozusagen für irgendeine bestimmte Leistung beurteilt wirst, sondern da geht es ganz persönlich um dich. Ja. Und du gehst da hin und dann stellt sich raus, ob du denen gefällst oder nicht. Man kommt rein, sie sitzen alle auf diesen kleinen Kindergartenstuhl. Ja? Man selbst auch. Irgendwann muss man dann auch, so. Ja, da hat man die Knie fast schon oder den Achseln, sogar ich. Hier ist so die Kinderhausfront und gegenüber sitzen halt die 2 Eltern mit dem einen Kind oder mit den 2 Kindern. Und dann ist es schon so eine Art Frage-Antwort-Spiel, ein bisschen. Die Leute sind dann
sehr interessiert an der Geschichte dahinter und auch an dir persönlich, ob du vielleicht ins Konzept passt. Wobei ich jetzt glaube, dass es bei uns relativ schnell und einfach ging, dass da vielleicht auch manche Mechanismen ausgesetzt wurden. Und sie haben mir einfach leid getan, weil sie kam ja letztendlich wegen ihrem behinderten Sohn, wegen dem Nikolaus. Der wirklich auch eine krasse Geschichte mit Kopfoperationen und so. Und sie haben die Geschichte erzählt und das war so, boah, krass. Also mein Sohn hat keine Behinderung, sondern er ist zu früh auf die Welt gekommen und hat ganz viele Operationen hinter sich am Kopf und ist entwicklungsverzögert. Wenn dir dann ein Arzt sagt, nach einer Woche, wo dein Kind auf der Welt ist, ja, sie müssen hier unterschreiben, so einfach plump ein Papier hinhält, sie müssen jetzt hier unterschreiben, weil ihr Sohn muss jetzt operiert werden, er hat jetzt Hirnblutung und wenn sie das nicht unterschreiben, dann lebt er nicht mehr lange. Und ach, und übrigens, falls wir ihn operieren, kann es auch sein, dass er nicht älter wird als 3 Jahre, nicht läuft und nicht spricht. Und wenn du schon so reingehst und dann weißt, okay, jetzt ist er 3 Jahre, jetzt ist er an dem Punkt, wo er in den Kindergarten kommt, aber im Hinterkopf hast du immer noch diese Worte drin. Das war dann gleich so, oh, Wahnsinn, was die erlebt haben und was für ein Schicksal und toll, dass sie ihrem Kind das ermöglichen, hier ins Kinderhaus zu kommen. Die waren alle auch zu Tränen gerührt. Wir haben im großen Kreis zu 6 geweint. Das ist ja auch als Erwachsene nicht so einfach, dass man sagt, ich öffne mich gerade wie Männer. Weinen wir mal los, weil du eigentlich ja sachlich rangehst, dass ich wieder den Platz haben und das und das und das. Und irgendwann merkst du aber, hier bin ich emotional auch geborgen. Ja. Natürlich ist der erste Eindruck mal die Optik, der fiel schon so ein bisschen aus dem Raster von dem, was ich gesehen habe bisher. Oder er wirkte anders. Also es waren interessante Menschen dabei, also wo ich jetzt für mich empfunden habe, die sind interessant oder die waren interessant. Auch teilweise Leute, mit denen du so nichts zu tun hast. Ne? Also, Pädagogen, Freigeister, Künstler, also auch eine Szene, zu denen ich vorher nie Kontakt hatte. Hosen aus Ballonseide. Und weiße Turnschuhe war vorher nicht so im Kinderhaus präsent. Und so türkis, orange. Ja, aber ich meine, gepasst oder nicht, dadurch, dass wir eben so eine Organisation sind oder so eine Elternschaft sind, die darauf aus ist, jeden so zu akzeptieren, wie er ist, weil wir das ja auch unseren Kindern ständig versuchen beizubringen und zu predigen, ja, war das überhaupt für uns kein Thema. Na, ich hatte schon immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Augen, du beobachtest ja die Augen, dass die schon bewertend sind, auch wenn sie es dir vielleicht nicht offiziell sagen, aber du hattest das Gefühl, dass es bewertend ist. Also nicht bei allen. Da gab es einige, da hast du genau gewusst, denen ist total scheißegal, wer du bist, wie du bist und was. Aber bei vielen hattest du so ein bisschen, du hast ja auch den Background, du weißt, was machen die, ne? Und hast du schon das Gefühl, der schaut so ein bisschen auf dich herab und du willst dem aber eigentlich auch zeigen, hey, ich bin genauso toll oder ich bin was Tolles, ja. Um den Kindergartenplatz zu bekommen, hast du dann schon ein bisschen geflunkert und hast dann gesagt, okay, du kommst aus der Finanzbranche, du bist studiert, hast BWL studiert. Probierst es mal so, weil hier sind ja nur Doktoren und Anwälte und Architekten. Da musst du ja auch was Tolles und Besonderes sein. Und dann haben wir halt damals überlegt, wie machen wir es? Und vor dem Vorstellungsgespräch dann gesagt, okay, wir haben ja nichts zu verlieren, probieren wir es mal. BWL ist ja nichts Greifbares. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin Architekt, und dann kommst du mit anderen ins Gespräch, ne? Dann gibt es ja so viele Sachen, wo du auch ziemlich schnell auf die Schnauze fallen kannst. Der Künstlertyp bin ich nicht, dafür war ich ja auch nach außen hin offiziell auch zu materiell. Ich bin nicht so ein Freigeist. Ne? Mir ist schon manchmal wichtig, was ich anhabe, wie ich aussehe. Und das war so, BWL ist cool, das ist einfach, das dahinter fragt keiner, weil BWL, das ist nicht fassbar. Jeder Dritte studiert BWL. Was ist eigentlich BWL? Das ist nicht fassbar. Außer, dass er vielleicht äußerlich nicht so reingepasst hat, sowohl sprachlich kompetent und auch das, was er an Inhalten wichtig fand, das hat alles gepasst. Puh, jetzt haben wir einen Kindergartenplatz. Naja, eigentlich vielleicht nicht so doll. Man hat so einen Moment vielleicht auch mal überlegt, vielleicht nicht so doll, wie es gelaufen ist. Aber jetzt bist du da schon drin und den willst du jetzt auch nicht mehr hergeben. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, ich habe kein BWL-Studium, ich bin nur der kleine Kaufmann und übrigens, ich kann mich gerade so über dem Wasser halten, hast du natürlich Angst, dass du dann vielleicht aus diesem elitären Umfeld dort wieder ausgeschlossen wirst. Ja, das passt nicht mit unseren Werten, wie kannst du lügen? Also ziehst du es dann durch. Man muss aber auch mal sagen, das Kinderhaus ist halt einfach auch Schwabing. Also es ist einfach, die Leute haben eigentlich denselben sozialen Hintergrund.
Das sind von Etepetete bis Etepetete. Da gibt es eigentlich nicht viel aus der Arbeiterschicht, sage ich mal. Das sind so alles so Architekten, Juristen, Leute aus der Filmbranche, Unternehmer, Vertriebler. Da, wo halt die Papis immer ständig auf Dienstreise sind, nie da sind. Wo die Muttis vielleicht zu Hause sind, weil sie nicht arbeiten gehen müssen. Oder die können sich frei entfalten. Die machen halt ihr künstlerisches, verkaufen mal hier ein Bild oder machen mal da ein bisschen Innenausstattung. Ja, ist schon sehr schicki. Letztendlich sind wir einfach in einem Kindergarten, wo wir auch durch unseren Werdegang und durch alles, was wir in unserem Leben eigentlich auch hingehören. Und deswegen sind wir irgendwie gut aufgehoben, weil das, ob wir das wollen oder nicht, so sind wir halt. Die Mama aus Schwabing möchte ihr Kind nicht unbedingt in Neuperlach in den Kindergarten bringen oder im Hasenbergl, sondern in Schwabing. Und das ist auch das, was der Klaus beschreibt. Du kommst da rein und fühlst dich irgendwie wohl. Und da ist eine Atmosphäre und die kennst du halt von zu Hause auch. Ja. Und genau das ist es. Ist ein bisschen schwierig zu vergleichen. Also ich bin ja zu Zeiten, ich bin 83 geboren, bin zu Zeiten aufgewachsen, da gab es noch Ost und West und bin im Osten geboren worden. Wobei, als ich Kind war, ich konnte das noch nicht verarbeiten, da war das für mich, gab es das ja nicht. Und als ich dann 6 Jahre alt war und die Mauern gefallen sind, habe ich das ja nicht so wirklich realisiert. Ich bin dann auch in meiner Schulzeit irgendwann in den Westen umgezogen, nach Niedersachsen. Und bin jetzt aber seit 99 dann auch schon in München. Und habe mich hier auch so nach und nach eigentlich eingefunden. Also es ist schon, es ist gewöhnungsbedürftig, es ist alles anders. Es ist alles nur auf, hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Aber kann man sich ja reinleben. Ja. Na, ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt neue Leute kennengelernt habe, auch gerade durch das Hochdeutsch, habe ich nie gesagt, wo ich herkomme. Ja, ich habe immer gesagt, ich bin von hier. Oder wenn dann einer, ja, wann bist du nach München gekommen? Ja, ich bin von Norddeutschland zugezogen. Ich war der Norddeutsche. Ich war jetzt nie der Ostdeutsche. Ich habe nie gesagt, ich komme aus Halle. Also das hat sich dann schon ein Stück weit so eingeprägt. Das war dann schon ein Stück weit deine Realität. Also du hast in diesem leichten Kartengerüst dann schon angefangen zu leben, zu sagen, wow, wenn ich früher gesagt habe, ich komme aus Halle, dann ist der Ossi. Und so hast du gesagt, ja, ich komme aus Norddeutschland, ich komme aus Hamburg oder woher auch immer. Dann hat die Leute das nicht mehr beschäftigt, die haben nicht mehr hinterfragt, die haben das hingenommen. Das war für die scheinbar akzeptabel. Ja, der kommt von da, das ist für uns gut. Während wenn du gesagt hast, also ich kannte das noch aus der Schulzeit halt auch, wenn du sagst, du kommst aus Halle, Ossi, hast ja nichts und bist ja nichts. Und dann merkst du, okay, wenn ich das ändere, also ein Stück weit die Wurzel da vielleicht vertusche, dann werde ich anders wahrgenommen und fühle mich selber besser. Also ich kann mein Missgefühl, mein Charme ein bisschen bearbeiten dadurch. Wir müssen 4 oder 5 Mal im Jahr kochen für das ganze Haus. 45 Kinder und dann die Erzieher eben noch dazu. Dann diverse Dienste, je nachdem, ob man regelmäßige Dienste übernimmt oder einmalig, einmal im Jahr putzen. Was ja. Wir nicht so machen, Buchhaltung oder diverse Sachen. Den Wäschedienst. Der Wäschedienst, dem, ganz großartig. Mit dem aber wir das gestartet hat, sich jetzt, hat sich auch aufgeteilt. Also wenn man mal also die Schattenseiten einer Elterninitiative kennenlernen will, macht den Wäschedienst. Das ist echt der Wahnsinn. Gott, war das ätzend. Also damals war das so, ja, jetzt bist du schon dabei, jetzt hast du es gesagt, wow, jetzt kriegst du den Platz, da kommst du nicht mehr raus, das nochmal, also ziehst du es durch. Ja, und dann war es halt auch so, dass ich dann mich erkundigt habe, was für Arbeiten sind zu erledigen. Habe gesehen, okay, der Handwerker bin ich nicht, ich habe 2 linke Hände, also läuft nicht. Kinderbetreuung, ja, wir haben genug zu tun mit unserem Sohn, jetzt sage ich mal extern noch, dass wir nicht sagen konnten, wir übernehmen zum Beispiel so Dienste, um Kinder zu betreuen. Und dann hatte ich halt gehört, okay, der alte Vorstand hat aufgehört. Dann gab es ja, wir sind im Oktober eingestiegen, dann waren gerade im Oktober dann auch schon die Mitgliederversammlung. Dann habe ich mit dem alten Kontakt aufgenommen. Und habe gemeint, ja, ich würde mich dafür interessieren. Und er hat gesagt, ja, aber da ist noch ein Elternteil, was das vielleicht auch machen wollen würde. Und ich so, oh, das ist blöd und ich würde es so gerne machen. Und gerade mit unserem Sohn, da kann ich die Zeit vielleicht ein bisschen besser einteilen, als so regelmäßig was zu machen. Und dann hatte ich so ein Stück weit das Gefühl, der versteht mich und der versteht auch, dass ich sage. Und dann hat er so gesagt, ja, aber ist das wirklich was für dich? Kannst du das? Weil das ist ja schon auch verantwortungsvoll. Und ich so, ja klar, ich habe BWL studiert, ich habe es voll mit Zahlen. Und ich habe mich halt sehr, sehr gut verkauft in dem Moment. Das ist definitiv so gewesen. Es wäre ein dringendes Bedürfnis, weil sein Sohn in der Integrationsgruppe ist und er so viel, er so dankbar, diesen Platz zu haben, er so viel tun möchte dafür und es wäre toll, weil ihm würde das auch liegen mit Finanzen.
dass er das Amt gerne übernehmen würde. Ja, ich reiß mich da jetzt nicht drum, kam dann so aus dem Hart schon gemerkt, okay, er würde es machen, aber er ist nicht so, er hat nicht so dieses, ich muss das machen. Und ich wollte halt unbedingt in diesen Vorstand rein, ich wollte da was machen. Und dann habe ich gesagt, komm, lass mich das machen, bitte, bitte. Und er so, ja klar, dann stell du dich zur Wahl auf. Ja, letztendlich haben wir uns damals alle lustig gemacht, dass das halt so ein Geschäftler ist. Er war ja von Anfang an so ein super Geschäftler. Das ist immer nicht so. Das ist wieso so ein bayerisches Wort, kann man ja doch sagen. Also er war halt einfach. Hart, er kam halt, und das war auch das, was ich am ersten Mal so unangenehm fand, dass er halt, das war halt ein Geschäftler. Und der am Anfang hat also irgendwie, der Tino wollte es ja gar nicht machen, diesen der hat es ja nur gemacht, weil es kein anderer gemacht hat. Und natürlich war der froh, dass der Basti sich gemeldet hat und gesagt hat, er macht's. Aber gelacht haben wir halt trotzdem drüber. Die Art, dass er dann anruft und irgendwie halt so neu ist und so. Also laut Protokoll hat er, und das glaube ich, deckt sich auch so ungefähr mit dem, was ich immer mir vorgestellt habe, war, dass er einen Hintergrund im Bereich Finanzcontrolling hat, weil er irgendwie vorher bei der Allianz war und jetzt aber eben seine Eventagentur da betreibt. Und einfach jemanden diesen Posten zu geben, der davon was versteht, macht Sinn. Mensch, toll. Also solche Eltern wünschen wir uns, ja, die kommen und sagen, ich mache das, ich will das und ich habe hier ein Integrationskind und die Institution ist mir wichtig und ich gebe alles, ja, und so quasi die Ärmel hochgekrempelt, ich mache jetzt mal hier was. Ja, ich bin bereit. Das waren wir eigentlich sehr positiv. Auf eine so völlig lässig souveräne Art. Ja. Eine Hand in der Hosentasche. Alles gar kein Problem. Ja. Finanzen hatten zwei Hintergründe. Einerseits zu sagen, das ist ja nicht viel Arbeit. Du musst ein bisschen die Rechnung, dann kommt eine Mutti, die gibt dir eine Rechnung, die überweist das Geld wieder. Einmal im Monat musst du dir ein bisschen Haushaltsgeld auszahlen. Ist ja ein ganz chilliger Job, ne? Im ersten Moment. Du bist mittendrin dabei, du kannst mitbestimmen. Aber eigentlich hast du echt nicht viel zu tun. Du kannst dich quasi ein bisschen durchmogeln. Das war der eine Hintergedanke. Und der zweite natürlich auch ein bisschen der Einblick da, zu sagen, hey, ich bin da voll in der Materie drin, ich bin jetzt einer der Bestimmer und ich glaube, ich habe mich auch schon immer dem Geld zugezogen gefühlt. Der hat das gewittert, dass er da an der Quelle sitzt. Also wenn du es drauf anlegst, dann kannst du in so einem Verein natürlich jedes Amt haben, was du haben möchtest. Na, das hebt dich ein Stück höher. Vorstand, das klingt ja schon mal. Du bist der Vorsteher, du bist oben. Und das ist ja natürlich was Tolles, wenn du sagst, ich bin der Finanzvorstand. Also so bist du ja dann auch aufgetreten, auch nach außen hin. Du sagst, ich bin. Das zeigt dir ja wieder meinem Umfeld, wie toll ich bin. Ich habe eine Akzeptanz, ich leite da was. Man bringt es ja gar nicht zusammen, dass so ein Kindergarten irgendwas überhaupt mit Finanzen zu tun hat. Was im Umkehrschluss ja auch bedeutet, deshalb dieser Posten des Finanzvorstands ja auch nie wirklich ernst zu nehmen ist. Das ist halt einer, der halt das Taschengeld für die Erzieher verwaltet, der denen halt dann 50 Euro mitgibt, wenn die einen Ausflug machen, damit sie den Kindern ein Eis kaufen können. Das sind für mich die Finanzgrößenordnung. Erstmal so, ich habe ja eine warme Übergabe bekommen, also von meinem Vorgänger, der hat mir so die Ordner gegeben und hat mir halt so ein bisschen gezeigt, wer gearbeitet hat. Und als erstes war es eher so ein Schock, so, hä? Im Kindergarten, wie hat der so viel Geld? Ich meine, das hat ja wenige reiche Privathaushalte haben so viel Geld auf dem Konto, sag ich mal, und auch wenige mittelständische Unternehmen, du rechnest nicht mit sowas, ne? Also ich habe ja auch mal im Reisebüro gearbeitet und da sind so 20.000, 30.000 Rücklagen schon viel Geld. Da bist du schon erstmal baff, also so eine Summe, die kennst du nicht. Das ist unvorstellbar. Also eine 25 mit so vielen Nullen zu sehen, ist schon, oder, ja. Wir hatten eine unerhörte Menge Geld in der Kasse gehabt, weil ja der Umbau von der Küche und so geplant war und noch ein paar andere Dinge. Also für unsere Verhältnisse enorm viel Mittel, die da rumlagen, ungenutzt. Wo kommt das her? Wie kann das sein, dass so viel da ist?
Du hinterfragst, wie lange liegt das da schon? Wie kommen die dazu? Natürlich, wenn man dann mal drüber nachdenkt, aber wir haben alle nicht drüber nachgedacht, was da zusammenkommt über die Beiträge, über die Förderung und. Nachdem wir das jetzt mal in einem Finanzplan gesehen haben, ja, da siehst du das mal, was das alles mit sich bringt. Ist also für einen Kindergarten, ich sag mal, das ist ja jetzt ein Haus, wenn du so siehst, in einer Straße ein Haus und da sind 250.000, 350.000 Euro Rücklage, ist das schon Batzen Geld. Ja. Also wenn man sich das mal vor sich vorstellt, so haptisch in Scheinen, das kann man sich gar nicht realisieren. Also wenn ich mir jetzt sage, okay, alles in Hundertern, dann bin ich jetzt hier auf einmal weg und dann siehst du mich nicht mehr. Ich habe dem eben nicht so viel Aufmerksamkeit erstmal sowieso gewidmet. Ich habe den nur wahrgenommen, dass er immer irgendwie in Action war in dem Kinderhaus. Also immer, wenn ich hinkam, um den Jonas zu bringen oder abzuholen, war gerade der Basti in Bewegung. Meistens gerade beim Kaffeeautomaten und im Gespräch mit jemand von den Erziehern oder mit dem, der heute kocht oder kurz was aus dem Keller holen und von hier nach hier oder im Büro irgendwas wursteln, checken, bequatschen. Na gut, du kommst morgens natürlich hin, bringst dein Kind. Das erste ist mal Kind verräumen, in die Gruppe bringen, guten Morgen, schauen, wie ist der Tagesablauf, was ist geplant. Und dann gehst du ins Büro, da war so ein kleines Büro. Und dann mal für jeden Vorstand Fächer, da schaust du halt dann rein, okay, haben die Eltern Rechnungen reingelegt, die du zurückerstatten musst, weil sie was angeschafft haben. Das ist dann so eine Online-Software mit so einem Token, den du in den Computer gesteckt hast. Und dann hast du da gewaltet und gefaltet und warst da der große Chef von dem großen Ganzen. Ja. Also für mich war der kein Finanzvorstand. Da ist er auch nicht der Typ dazu gewesen eigentlich. Das habe ich gar nicht so richtig zusammengebracht. Ich meine, jetzt der Philipp ist da ein ganz anderer Finanzvorstand. Ne? Der sieht auch so aus wie ein Finanzvorstand. Aber das war einfach jemand, der sich wirklich ins Kinderhaus eingebracht hat. Mit ganz viel. Mit Präsenz und mit Kümmern. Und der hat das gelebt. Der hat das wirklich gelebt. Ich habe das gelebt. Wenn du anfängst, dir diese Scheinwelt zu generieren und irgendwann am Anfang entscheidest du dich, okay, jetzt gehe ich da schon mit dieser Lüge rein, ne? Das fängt ja an beim Dialekt. Fangen wir mal an. Die Lüge fängt ja schon viel früher an. Du verheimlichst, wo du herkommst. Dann fängst du schon ein Stück weit an und hast so ein kleines Gartenhaus drum. Dann kommt das BWL-Studium mit der nächsten Schicht. Jetzt hast du das erreicht, dass du der Vorstand bist. Du bist also oben. Und irgendwann fängst du an, so zu denken, dass du sagst, ich lebe genau das. Ich bin das. Und dann denkst du nicht mehr dran, ja, wie kommt das bei anderen an? Wie wirkt das? Sondern du machst das einfach. Das ist halt auch wahnsinnig leicht, in so einer peacevollen Kommune wie dem Kinderhaus anscheinend so dummen Leuten wie uns ins Gesicht zu lügen jeden Tag. Na, du sitzt an der Überweisung für das Haushaltsgeld, so wie üblich halt, ne? Sitzt an deinem Computer, machst in deinem kleinen Bürostüber im Schlafzimmer, machst du da die Überweisung, tippst ein, Empfänger, Haushaltsgeld, schickst es auf dein Konto und dann bist du beim Betragsfeld und dann sagst du, ja, du machst die 1 davor. Du denkst gar nicht groß nach. Du machst die 1 einfach davor. Ne? Du sagst, anstatt 500 mache ich 1,5. Das heißt 1.000 Euro extra. Und dann sitzt du da und überlegst. Und die Maus ist aber schnell dahin bewegt auf diesen Klick. Senden. Ja. Das hat schon beeindruckt, dass er so präsent war zeitlich und auch als Typ so in erster Reihe stehend und immer für das Gute des Kinderhauses kämpfend, so wirkte er, ja. Fallen ja immer so Sachen an, wie keine Ahnung, dann ist Wiesenwoche, man braucht noch jemanden, der den Bollerwagen dahin fährt oder irgendjemand muss Bierbänke für ein Fest irgendwie holen. Und es war eigentlich immer so, also wenn es keiner direkt gemacht hat, dann hat es Basti gemacht. Ja klar, wie jetzt Waldkindergarten, ihr habt keinen Betreuer, ich bleib eine Stunde da, ich mach das schon, oder Osterhase. Oh, keiner wollte einen Osterhase spielen. Ja klar, ich gehe, ich verteile die Eier, ich mach das, was mir Spaß gemacht hat. Das war der Mensch Basti. Aber das Drumherum, diese Fassade, die war ja nicht da, um zu sagen, oh, ich komme von hier unten und ich kann es euch zeigen, sondern für mich zum Beruhigen. Ich gehöre jetzt dazu, weißt du? Ja. Intensiver erlebt oder kennengelernt haben wir eigentlich erst beim Gruppenwochenende, wo wir uns alle kennenlernen sollten, wir Eltern. Gruppenwochenende,
Paulinghof. Ein Paulinghof, goldener BMW, Cabrio, quietschende Reifen. Irre Auftritt, Muskelshirt. Der Auftritt war, dass wir die Ersten waren, was echt selten passiert, dort am Paulinghof, weil alle ja alleine anreisen und wir waren die Ersten. Und der Zweite war der Basti mit seiner Familie. Und ich glaube, er war relativ enttäuscht, dass nur wir als Publikum da waren für den Auftritt erstmal, weil er kam da irgendwie an mit lauter Musik natürlich. Er in so einem Muskelshirt und Sonnenbrille und Cap. Also so voll, also wenn du dir, weiß ich nicht, halt prollig irgendwie. Darf ich das nicht sagen? Okay, wie ein Fußballer. Und dann, aber irgendwie schon lustig auch. Also wir haben schon gelacht, als er ankam. Ja, klar, wir haben immer gelacht. Am Abend haben sich die Eltern meistens auf ein Glas Wein oder so zusammengesetzt. Da in diesem Bauernhof kann man auch Tischtennis spielen oder eben sich zurückziehen. Aber der Basti hat dann Poker ausgepackt und die ganzen Männer vor allem saßen mit dem Basti um den Tisch rum und haben dann angefangen, Poker zu spielen. Also unser ältester Sohn spielt auch ab und zu Poker, ja, ist jetzt nichts Verwerfliches, aber der hat uns sowas von professionell ins Pokerspielen eingeführt, dass mir die Ohren geschlackert haben. Der hatte wirklich Ahnung von dem, was er tut. Und dann habe ich mich halt ein bisschen intensiver mit ihm unterhalten zum Thema Pokern, wieso. Und ich hatte dann auch gesagt, dass ich das sehr lustig finde oder interessant finde, dass ich mich doch wundern muss, dass dieses Kinderhaus einen professionell spielenden Pokerspieler als Finanzvorstand hat. Und das war tatsächlich eine witzige Bemerkung, die aber der Basti gleich aufgegriffen hat und genutzt hat, um die Elli immer wieder so den ganzen Abend so oder die nächste Stunde lang immer wieder zu fragen, du bist doch Hobbypsychologin, oder? Oder Psychologin bist du, oder? Oder aber du interessierst dich doch schon so, was die Leute so denken, oder? So Psychologie, das ist doch schon so deine Art und so. Da kannst du doch was, oder? Bist du Hobbypsychologin, ja? Und die war dann so in die Ecke gedrängt, da stand immer mehr am Pfosten, dass sie irgendwann genervt einfach ins Bett gegangen ist und da den Abend weiter hat Abend sein lassen. Ich habe da wohl ein paar Fragen gestellt, die ihm zu bohrend waren, nehme ich mal an. Sonst hätte er sich vielleicht das nicht so zusammengereimt. Hm. Und ich war wirklich ein bisschen entsetzt, weil so habe ich jetzt auch noch niemanden kennengelernt, der regelmäßig ins Casino geht. Und mit hohen Summen jongliert, als Familienvater. Über den finanziellen Background wusste ich ja nichts, was er an Budget zur Verfügung hat, letztendlich. Überlegen, als ich in den Kindergarten reingekommen bin, ich glaube, da habe ich noch Arbeitslosengeld gekriegt. Ich bin mir, ehrlich gesagt, das ist schon... Man hat sich immer gefragt, warum er eigentlich laufend anwesend ist. Also auch einfach so hat man das Gefühl, er hängt da einfach auch irgendwie so ab. Aber er hat immer eine plausible Erklärung gehabt. Er ist jetzt gerade auf dem Sprung dahin und jetzt danach geht er arbeiten. Er kann von hier aus noch was machen. Er wollte jetzt nur noch schnell mal hier was regeln. Er muss noch was ablegen. Also ja, es gibt ja so Leute, die das alles unter einen Hut kriegen. Also Hut ab. Wir sind ja nicht so wahnsinnig ambitioniert in die Richtung. Aber das so, auch alles, was er nachts noch pokert. Du stehst halt immer so da und sagst, okay, krass. Ist vielleicht so ein Typ, der keinen Schlaf braucht. Oder ja, genau, der hat halt viel Energie. Ja, der macht halt viel Sachen. Das war aber auch sympathisch. Also das war jetzt nicht so, dass man sich... Ich habe mich nie gefragt, stimmt das alles, ehrlich gesagt. Das war schon so. Ich habe mich auch nie gefragt, stimmt das alles. Der war schon plausibel, auch aufgrund seiner... Hat immer Power gehabt irgendwie. Und ich glaube, es waren gemischte Gefühle. Manche haben mich gemocht, manche haben mich gar nicht gemocht, weil ich vielleicht auch mit meiner aufbrausenden Art und manche haben sich, glaube ich, auch durch meine Art überfordert gefühlt oder genervt vielleicht auch. Der Basti war eigentlich immer laut. Oder? Ja, schon. Laut mit irgendwelchen Sprüchen, aber dann auch wieder sympathisch irgendwie, auch wieder netter. Also man konnte mit dem auch rumstehen und ist überhaupt nicht Gefahr gelaufen, dass irgendwie ein Schweigen entsteht, dass jetzt irgendjemand unangenehm ist, sondern da gab es immer irgendwas zu reden. Die zeitliche Präsenz fand ich beeindruckend. Das Engagement. Zeitliche Engagement, das war schon beeindruckend, weil das eigentlich kaum jemand stemmen kann, der beruflich tätig ist.
Und wir haben es eher darauf zurückgeführt und gedacht, naja gut, wenn er selbstständig ist, hat er vielleicht auch Kapazitäten, ja, kann es einrichten. Vielleicht hat er auch sogar Personal, der sowas machen kann, ja, wo er was abgeben kann. Die Bewunderung war auf jeden Fall da. Also ich habe es zumindest so wahrgenommen. Und ja, es hat mich auch ein Stück weit stolz gemacht. Und dadurch war es natürlich auch so, dass du dieses Kartengerüst viel leichter aufrechterhalten konntest, weil du dich ja auch noch bestätigt gefühlt hast. Ne? Du hast diese Rolle aufgebaut, die wird bewundert, also fühlst du dich bestätigt und ziehst das halt wie so einen Faden durch. Klassisches Beispiel war, es war ein Sommertag, ziemlich sommeriger Tag. Ich habe meinen Sohn abgeholt und bin mit einem gemieteten Sportwagen vorgefahren. Einfach vor die Tür, vor das Tor, richtig protzig, in den Hof rein und einen Sohn abgeholt. Der hat sich dann angezogen und habe ich im Hof mit den Erziehern noch ein bisschen geredet. Die haben das Ankommen gar nicht so wahrgenommen. Und dann beim Rausgehen kam eine andere Mutter und die war Architektin, Innenarchitektin. Und sie haben so: Oh, du bist immer hier, du bist für die Kinder da und auch wenn mal was ist, springst du ja immer für den Kindergarten und ich weiß noch, da beim Bazar, da warst du auch sofort da und dein Job und wenn ich so sehe, Mensch, klasse, was sie, klasse, mein Mann, der war nie so. Und dann dachte ich so, wow, geil, ja, war so schon ein Stück weit Bewunderung. Dann steigst du in den Sportwagen ein, direkt vor der Tür, Sohn auf dem Beifahrersitz, Kinder sitzen dann natürlich schon hinrapiert und du machst den Motor an und auf einmal siehst du, wie die Erzieherin kommt und sagt, oh, krass, was ist denn das für ein Auto? Und ja, das habe ich von meinem Event und da und ja, bis morgen und tschüss. Und dann fährst du da weg und ja, es ist eine krasse Ego-Befriedigung gewesen. Ja? Ich fand es eigentlich schön, so dieses Positive, was so gefühlt nach außen gelebt war, also ob dieser ja doch schwierigen Geschichte auch mit dem Kind und mit vielen Operationen, die wir ja tatsächlich auch immer mitbekommen haben, wo das Kind dann auch einfach mal wieder einen Monat weg war oder 6 Wochen in Berlin im Klinikum. Es hat ihn jetzt nach außen hin nicht besonders runtergezogen, was ich ganz stark fand. Ja, genau. Also ich habe das ganz hoch respektiert, also auch jetzt noch. Also ich finde es schon Wahnsinn. Also das, du lebst in permanente Sorge um dein Kind und er war nach außen hin einfach sehr, da war er sehr stark. Unser Sohn, der hat sich eigentlich immer sprunghaft ins Positive entwickelt. Also es hat sehr viel Stolz ausgelöst. Einerseits auf den Kindergarten, was die leisten, aber andererseits auch auf dein Kind, dass du sagst, wow, das kommt aus diesem Loch, aus der Situation heraus und kann das Beste aus seiner Situation machen. Und es war eine richtige Entscheidung, ihm das zu geben. Der hat sich total wohlgefühlt, der war glücklich. Ja, der ja, das, war ja, stimmt, der war das super. Hat man angemerkt. Ein ganz süßer und offener und glücklicher Junge, total süß. Die haben ihn halt voll integriert, also das Wort Integrationsplatz, Integrationskind passt da voll und ganz. Schon so eine Sache, wo man dann auch zu Tränen gerührt war und gesagt hat, wow, sowas gibt's wirklich, also ja. Bei den ersten 2 Überweisungen, es waren ja jeweils 1.000 Euro, also 500 hätte ich überweisen müssen fürs Hausrecht, habe 1.500 überwiesen, war es so, dass ich sie gebraucht habe, weil einfach gerade keine Einnahmen da waren. Ich habe einfach nichts gemacht, ich war einfach faul, rotzefaul und habe halt gemerkt, oh Gott, jetzt kommt die Miete, wir rutschen ins Minus, scheiße, wie soll ich das erklären, was mache ich nächste Woche, wenn es zum Großeinkauf geht, eventuell Grillfest mit den Nachbarn, ich kann nicht mal mehr Fleisch kaufen gehen, so ungefähr. Also das war so bei den ersten 2 Überweisungen. Ich habe das dann auch mitbekommen, dass er offenbar ein Unternehmen mit angehört, was auch seinem Schwiegervater in irgendeiner Weise gehört. Aber so richtig
transparent war das für mich nicht. Ich habe mir da gar keine Gedanken dazu gemacht. Nach dem ersten Eindruck war das für mich abgehakt. Der macht das, kriegt es hin, irgendwie nebenher und kann sich seine Zeit frei einteilen. Ja, und man hat ja auch gesehen, dass es irgendwie gut läuft. Ja, er hatte ja auch. Man hatte nicht das Gefühl, dass es ihnen an Geld mangelt. Bei der nächsten Überweisung war das schon so, jetzt kann ich mir was gönnen, weil ich muss ja eh schon was zurückzahlen. Das war noch diese Lüge auch an dich selber. Ich muss ja eh schon was zurückzahlen, das zahle ich dann zurück. Da kommt es auf 500 oder 1000 mehr nicht drauf an. Und so ab der dritten, vierten Überweisung muss ich dann aber schon sagen, war das schon fast so ein Prozess. Ach, das fällt nicht auf. Hast ja Zeit, bist jetzt noch ein Jahr Minimum Vorstand, weil du bist ja frisch gewählt, geht ja über ein Jahr. Kümmert eh keinen, was du hier machst. Alle fragen nur, ja, wie sieht's aus? Ja, schaut gut aus. Weitermachen. Und das war in meinem Unterbewusstsein aber dann so ein Punkt, wo ich dann angefangen habe, auch Sachen mit dem Geld zu machen, die vielleicht nicht nötig gewesen wären. Also wo ich dann gesagt habe, jetzt kannst du ja mal in Urlaub fliegen oder jetzt machst du mal einen Trip nach Hamburg oder jetzt gönnst du dir mal einen teuren Mietwagen. Oder wenn du jetzt zu einer Familienfeier fährst, fährst halt nicht mit eurem Auto, mit dem Familienkutsche, sondern so eine Protzkarre, kostet ja nur 500 Euro. War ja leicht, ziehst die Karte vom Kindergarten durch. Der hatte sowas, ich weiß auch nicht, irgendwie, der hatte was total Fröhliches, der war eigentlich immer fröhlich, hatte immer irgendwas Blitzendes in den Augen, aber auch irgendwas, ja, sowas Keckes, sowas, als würde er gerade was aushacken. Eigentlich so, aber auf eine nette Art. Ich habe natürlich immer erzählt, dass ich viel geschäftlich unterwegs bin. Ich habe gesagt, zum Beispiel, wenn wir in Urlaub geflogen sind, habe ich gesagt, ich bin geschäftlich in Dubai. Oder ich habe dann in Thailand Urlaub gemacht und habe gesagt, ja, ich mache hier mit Emirates eine Roadshow für den neuen A380, weil ich halt mit dem auch dann gerade geflogen bin, konnte man natürlich auch schön Fotos machen. Und war aber eigentlich in Thailand ein bisschen Urlaub machen, aber es hat sich halt gut verkauft. Also diese Asienreise, das hat er angepriesen. Naja, auf der hat er einen Flugzeugabsturz überlebt. Also er war auf Geschäftsreise in Dubai und ist glücklicherweise gesund wiedergekommen, weil nämlich das Flugzeug irgendwie, keine Ahnung, abgestürzt ist und alle sind gestorben, nur er nicht? Oder wie war die Geschichte? Nee, er musste er ist mit dem A380 geflogen, mit dem Riesenteil und das musste notlanden. Triebwerke ausgefallen und musste notlanden und er ist aber heil angekommen. Ja. Das sind gute Anekdoten. Das ist schon ein Verkäufertyp gewesen. Verkäufer. Also sich selbst verkaufen, sich selbst darstellen und sich Vorteile sozusagen erkaufen, da war er schon sehr Leute gut. Einwickeln. Ja. Mhm. Ich war ein Verkäufer meiner selbst. Ich habe mich als Produkt verkauft. Ich hatte noch eine Geldscheinklammer, ein bisschen Bargeld dabei. War auch im Freundes- und Bekanntenkreis immer so der Gonoröse, der gesagt hat, komm, heute gehen wir essen, gehen wir schön zum Riechen, ich lade ein und Du Lügner. Du skrupelloser, moralloser Lügner. Ja, also irgendwie auch fast ein bisschen Bewunderung. Ja, genau. Weil also zum Beispiel auf dem Paulinghof, als seine Frau dann von der Limousine abgeholt wurde, angeblich um ihren reichen Schwiegervater in Kufstein zu treffen oder so. Ich meine, sowas muss man erstmal machen. Also so ein Schwachsinn irgendwie zu inszenieren, sie dann mit ihrem total miesen T-Shirt, Entschuldigung, in diese Limousine steigend, um nach Kufstein chauffiert zu werden, das war schon cool. Es geht nur in diesem Umfeld, das geht nirgendwo anders. Woanders, wenn es auffällig wird. Aber da war das ja für viele normal und wurde, selbst wenn es nicht normal ist, nicht hinterfragt, sondern wieder als normal empfunden. Die konnten sich ja teilweise, da waren ja Eltern dabei, das ist unvorstellbar. Als das dann auch rauskam, da ist ja auch eine Elternschaft, da sind ja Gelder dahinter, das ist brutal. Dem einen gehört die halbe Münchner Freiheit. Das ist, ne? Das ist monetär, konntest du dir nichts vormachen. Deswegen haben sie sich da auch oft nichts bei gedacht. Ich glaube sogar, das so weit spinnen zu können, wäre das vor dieser Arbeiterklasse gewesen, vor diesem, wie ich ja eigentlich auch bin aus der Arbeiterklasse. Ich bin ja jetzt kein Hochschulabsolvent. Aber wäre ich da mit dem Ferrari vorgefahren, wären die Warnlampen bei allen viel, viel mehr angegangen und die hätten sofort gesagt, nee, hier stimmt was nicht, da müssen wir untersuchen. Aber für die war das ja, warum denn nicht? Mir geht's gut, warum soll es denen denn nicht auch gut geben? Warum hat er das nicht? Bis zu dem Moment, wo es auffällt, dann sagen eine, oh Gott, die Zeichen. Da waren immer die Zeichen, aber wir haben sie nie erkannt.
Also ja, welche Anzeichen gab es denn? Das war ein Audi A8, das war ein BMW M3, das war mal ein Ferrari. Ich weiß nicht, ob es ein Ferrari war. Es war jedenfalls ein weißes Sportauto, mit dem er vorgefahren ist. Ja, das ist halt schon einfach so sehr ungewöhnlich. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht so, dass wir bei uns im Kinderhaus irgendjemand nach seinem Auto und dass da irgendjemand guckt, wer was hat. Das sind alles, das ist eine Herrschaft von Familienkutschen. Aber wenn dann halt einer mit dem Ferrari ankommt und der hat es ja auch, hat es ja auch raushängen lassen. Ich meine, ich hatte kein Problem damit. Aber ich glaube, da gab es da schon eher Eltern, die das so ein bisschen, so passt es denn in unser Wertegerüst hier rein, dass jemand mit einem CO2-ausstoßenden Monstrum hier vor dem Kindergarten vorfährt. Es waren verschiedene Autos, ne? Also es hat sich ein bisschen durchgezogen. Also einmal war es ein Ferrari 360 in Rot. Das war so die auffälligste Zeit. Da habe ich auch ein bisschen Angst gehabt, weil da kam eine Reaktion, die mich echt auch skeptisch gemacht hat, weil da kam eine Mutter auf mich zu. Ich steige gerade ins Auto ein und sagt, ja, lass mal gucken. Guckt rein und hat sogar geschaut und gesagt, und dann sagt sie so scherzhaft, beiläufig, du verprasst also die Gelder vom Kindergarten. Ne? Du fährst schon Ferrari auf Kosten vom Kindergarten. Dann schluckst du innerlich. Ne? Weißt jetzt nicht, scheiße, kommt das jetzt rüber? Merkt ihr jetzt, dass sie mich genau ertappt hat eigentlich. Ne? Und in dem Moment sagt sie so, ah nee, was sie, du machst sowas ja nicht. Und sagt, ja, tschüss. Und du sagst nur so, ja, den habe ich jetzt von meinem Schwiegervater. Und fährst weg und denkst dann so, uff, schmaler Grat zwischen Bewunderung und dass die das vielleicht auch mal hinterfragen. Aber das wurde dann im Keim erstickt. Ne? Also, das kann ja nicht sein. Und keiner würde in einem Umfeld von dieser Haienwelt Kinder irgendwie was Schlimmes machen, glaube ich. Also das ist noch ein Grundgedanke, der in den Menschen drin ist. Vielleicht war er eine Nummer zu viel neureich in seinem ganzen Ich hab so viel Geld. Ja, aber das ist ja auch... Nein, für mich gab es keine Anzeichen. Nee, eigentlich also, nicht. Nein. Der hat das, also ich habe uns oft, wahrscheinlich du auch irgendwie oft gefragt, ob man das nicht hätte durchschauen können, aber ganz ehrlich. Das hat schon alles gepasst, als ich dann irgendwann gefragt habe, was macht denn der eigentlich? Ja, der ist so in der Eventbranche und das ist mir ja jetzt nun mal von dem, was ich tue, auch relativ nah. Dann sage ich, ach so, einer von denen, ja klar, die machen immer, wie man so schön sagt, dicke Hose. Er hat auch immer gesagt, er fährt in 3 Stunden nach Berlin. Dachte, mit dem Auto geht das klar, kein Thema. Oder 3 oder 4 Stunden fährt er nach Berlin, nachts. Das hat er dir erzählt? Mhm. Das fällt ja keinem auf. Und selbst denen, denen es auffällt, die gucken dich an, die reden mit dir und du sagst, nee, ach Quatsch, komm, hast du einen Vogel. Würde ich doch nie machen, weißt du doch ganz genau. Und so, weißt du, wegen Firma, ach, ich muss jetzt los, ich habe einen Termin. Ja? Und zack, weggebügelt. Ein Freundeskreis, der einfach so entstanden ist, ohne dass du was dafür tun musstest, durch die Kinder ist dieser Freundeskreis entstanden. Du bist in der Welt drin gewesen, wo du eine Akzeptanz bekommen hast. Und dann hat man halt gemeinsam Feste gefeiert, wir haben ja Elternabende auch gemacht, eine Elterninitiative bei den Eltern zu Hause. Dann waren wir an der Reihe, mal andere Eltern. Und ich habe mich da auch oft drum gerissen, zu sagen, hey, kommt zu uns, wir machen das bei uns. Ich bin auch gerne Gastgeber. An sich war es ja, im Endeffekt ist es ja dumm, du holst dir die auch noch rein und die sehen, was du da hast. Das schürt ja auch eventuell wieder diesen Gedanken, krass, wo geht denn unser Geld hin? Kann das nicht sein, dass es vom Kindergarten? Aber das war da ja nie, das hat ja keiner hinterfragt. Weil es gab ja auch, das hat jetzt auch nicht jeder mitbekommen, aber so Geschichten von Elternabenden, die bei ihm ausgetragen wurden, wo es halt Champagner und Kaviar gab. Und dann kamen so die lustigen Haha-Geschichten, ach, dann machen wir doch nur noch da Elternabend, wenn es da Champagner und Kaviar gibt und so. Das hat einfach funktioniert und du hast dann irgendwann nicht mehr hinterfragt, warum funktioniert es, und du hast es hingenommen, es funktioniert. Ja? Und dann war wieder der nächste Elternabend, die waren bei uns und wir hatten dann, sag ich mal, zum Beispiel die Kaffeemaschine, die da jetzt gekauft wurde mit der Karte,
Jeder hat das Kaffee getrunken. Da hat auch keiner nachgefragt. Ja, ist die Kaffeemaschine vielleicht von dem Geld? Nein. Oh, das macht aber tollen Kaffee. Oh, Basti, bei dir geht's uns immer so gut. Wir machen jetzt, glaube ich, jeden Elternabend bei euch. Das war dann irre, dass er Gartenmöbel gekauft hat, extra dafür irgendwie von der EC-Karte für 2.000 Euro oder sowas. Und wo dann eben, dass der seine Wohnung noch ein bisschen hergerichtet hat, weil einfach offensichtlich vorher schon mal ein Gerichtsvollzieher da war und einfach nichts mehr drin war. Das war völlig eingerichtet wie in einem Möbelhaus. Also alle Möbel waren neu, es hat neu gerochen, es war eingerichtet, als würdest du in Siegmüller gehen und da ein fertiges Wohnzimmer am Stück in deinen Wohnraum reinstellen, manches noch eingepackt oder noch, also mit irgendwelchen Folien drauf. Ja, ich meine, da erzählt einer ja irgendwie, was ich, geile Autos, super Job und so, und dann steht nicht mal eine Glotze da oder Gartenmöbel oder so, dann wäre halt schwierig geworden. Mir ist damals irgendwann mein Grill kaputt gegangen und ich bin halt dann im Baumarkt im Hornbach gestanden und stehe vor diesem Kugelgrill, vor dem der kaputt gegangen ist, vor diesem Weber-Kugelgrill für 199 Euro. Und dann sag ich so, oh, hey, der ist eigentlich immer scheiße zu klein, komm, wurscht jetzt. Sehe da oben so einen großen Grill, Gas, drei Flammen, links Kochstelle, pipapo. Und dann denkst du nicht nach und dann sagst du, ja komm, nimmst du mit zur Kasse, Geldbeutel auf, klack. Das ist wie ein Felix Krull. Das ist der hat sich einen Plan gemacht und der eine raubt eine Bank aus und der hat sich gedacht, ich kippe meine Kinder in den Kindergarten, mache den Finanzvorstand da und prell die um das Geld. Es liegt nahe, aber ich würde jetzt sagen, nein. Also ich jetzt bekleide sagen, nein, so war es nicht. Aber es ist natürlich objektiv für einen außenstehenden Beobachter, greift das sofort ineinander über, glaube ich. Klar, ich habe tatsächlich auch noch lange irgendwie versucht, den Basti in der Form in Schutz zu nehmen. Der ist da halt so reingerutscht über seine schwierige familiäre Situation und dann in Versuchung geführt worden und sich gedacht, ja, du, jetzt sieht mein Konto schlecht aus, da ist ein bisschen was drauf, dann schiebe ich jetzt mal eine Zeit lang was rüber, das geht dann schon wieder. Also so Gedanken, dass das nicht ein vorsätzlicher Betrug war. Ich kann es dir nicht in ein Wort fassen, aber du sagst naiv und bewusst. Sondern was ist das? Und das ist es. Das nennt sich Betrug. Das hat nichts mit naiv und bewusst, sondern das ist einfach der Betrug an sich. Das ist... Es war damals, glaube ich, so, dass ich gesagt habe, manchmal wäre es ja schon praktisch, wenn ich mir das Geld nicht überweisen müsste. Das war sogar noch, bevor ich meine erste Überweisung an mich gemacht habe. Wenn ich mir das Geld nicht überweisen müsste, sondern ich gehe in Automaten, ziehe das Geld und gebe euch das. Und dann habe ich gesagt, Mensch, eine Bankkarte wäre doch ganz gar nicht verkehrt. Und habe mit meinem Vorgänger darüber gesprochen. Der hat gesagt, ja, der hatte das auch schon mal angefragt, damals in seinem Vorstandskreis, wurde abgelehnt. Es war tatsächlich so, es gab... vorher keine EC-Karte, die war nie Teil des Zahlungsabwicklungsthemas. Man hatte die Quittung da eben reingelegt und danach plötzlich war eine EC-Karte da. Und interessanterweise hat der Basti die gehabt. Was habe ich gemacht? Ich bin zum ersten Vorstand hin, also zu der Lager und habe halt gemeint, Lager, pass auf, hier, habe mir ein Formular angelegt. Du, ich bräuchte auch noch eine Bankkarte, dass ich die Geschäfte besser machen kann. Die hatten im Moment gar nicht drüber nachgedacht, weil wir so eine auch privaten, also ja, zack, Unterschrift drunter, weil sie war die Einzige, die zeichnungsbefugt war. Zack, zur Bank. 2 Wochen später hatte ich die EC-Karte. Das wirkt schon so, als ob der Basti die Lara ausgenutzt hat. Weil, wenn er rumfragt, wen muss ich fragen, wer muss mit unterschreiben, um gewisse Dinge zu erreichen, dann war das die Lara. Und es wird schon leichter, wenn man ein bisschen schmust. Und vielleicht lag es auch an unserem Zwischenmenschlichen, dass wir so gut miteinander konnten und da ja auch in einer Affäre gesteckt sind. Und ich kann mir das ein bisschen dahingehend erklären, dass er wahrscheinlich in dieser Zeit, wo er das große Leben gelebt hat, jemanden wie die Lara wahrscheinlich da in gewisser Hinsicht fasziniert hat und einfach mitgenommen hat. Wenn er ein Stratege war, dann genau dafür, weil ich meine, die war der Schlüssel zum monetären Glück auf jeden Fall. Eine Affäre hast du nicht deswegen, eine Affäre hast du, weil es dir Spaß macht. Ne? Ich meine, sie war liiert, ich war liiert, sie war schon in zweiter Ehe.
Wir haben auch eine Menge aufs Spiel gesetzt für uns einander. Sicherlich am Ende, sage ich mal jetzt, im zweiten Jahr war das ja schon praktisch, weil sie mir oft die Schüsse, die dann schon gegen mich auch mit der Zeit kamen, aus dem Segel genommen hat. Und ich glaube, sie fand dieses Wesen hinter mir, also dieses, was ich gespielt habe, das fand sie, glaube ich, sehr interessant. Ich habe ja diesen Erfolgreichen gespielt und gleichzeitig den Kinderlieben, diesen, der ich auch war. Ne? Also ich war der Kinderlieber, aber diese Erfolgreiche gespielte noch dazu. Dieses Gesamtpaket, glaube ich, fand sie faszinierend. Deshalb ist es natürlich, ist die Frage nicht ganz abwegig. Ne? Was hat er für eine Wirkung auf, es sind jetzt in diesem Fall zwei Frauen. Die Mutter, die Frau vom Basti. Wie hieß sie? Sie ist im Schatten von Basti verschwunden, würde ich mal sagen. Ja, die hat sich ein bisschen hinter ihn geduckt vielleicht. Oder die ist halt nicht der Charakter so nach vorne raus. Der hat schon immer gesagt, das ist meine Frau und hat sie schon auch hervorgehoben, indem wir gesprochen hat. Aber vom Gefühl her war das nicht so verliebt, sondern eher als wäre das eine Bürokraft, hatte ich immer so das Gefühl. Man weiß nie, woher das rührt. Sowas in so einer Ehe kann das ja viele Gründe haben, dass es auf einmal so läuft. Aber man funktioniert noch als Familie, als Gemeinschaft super, obwohl man als Paar vielleicht nicht mehr funktioniert. Man funktioniert als Eltern einwandfrei. Man ist da in Notfällen, man harmoniert, jeder weiß seine Schritte. Der Haushalt läuft, überall im Freundeskreis ist harmoniert. Es gibt auch keinen Streit, weil wenn du diese Nähe, diese emotionale Sache nicht mehr unbedingt brauchst, weil du es woanders herkriegst, stellst du auch keine Erwartung mehr an deinen Partner und dementsprechend gibt es da keine Reibung mehr. Das heißt, wir haben wahnsinnig eigentlich miteinander aneinander vorbei funktioniert. Ja? Und während die Frau vielleicht an dem Moment oder der Partner nicht so viel Wert drauf legt, habe ich mir halt Wert auf diese körperliche Nähe gesucht und gegeben. Ich habe es da nicht bekommen, habe es mir dann durch die Affäre gesucht. Aber irgendwann war das nicht mehr besonders genug, weil das hattest du ja dann schon. Und dann kam halt so dieses, boah, das ist was, das ist ja unvorstellbar, so ein Edelmädchen mal zu haben, ne? Würdest du vielleicht nur vom Hörensagen von irgendwelchen Vertriebsfreunden, von Eltern aus der Nachbarschaft hast, wo der Vater sagt, er arbeitet im Vertrieb, ist unterwegs von Berlin nach Frankfurt, von Frankfurt nach Düsseldorf und dann wieder zurück nach München. Die Frau weiß aber nicht, dass er zwischendrin noch nach Hannover fährt für einen Tag und dort sich mit einer Edelhure trifft. Das ist also, das wurde mir halt auch im Freundeskreis oft gezeigt und ich habe das halt dann irgendwann kopieren wollen und habe gesagt, Mensch, den Lifestyle, den will ich auch machen. Einfach jemand, der zu wenig Geld hatte oder hat und trotzdem alles wollte und sich das mit allen Mitteln irgendwie beschafft hat. Du bringst freitags nach dem Kindergarten, bringst du deinen Sohn nach Hause, sagst deiner Frau irgendwie, du lässt dein Handy weckerklingeln mit einer neuen Melodie, gehst dran, ja, hallo. Dann spielst du deiner Frau kurz ein Telefonat vor, gehst vielleicht ins Büro, notierst was. Dann kommst du, oh Schatz, scheiße, ich bin dann aufregend, ich muss da hin, weil du musst ja auch zu Hause. Das muss ja auch da funktionieren. Ne? Kannst du dir sagen, ich gehe jetzt mit einer Nutte ins Hotel. Dann sagst du, ja, ich muss da irgendwie hinkommen. Du, pass auf, ich habe da ein super Angebot gesehen. Da und da gibt es den Sportwagen. Pass auf, ich miete den schnell. Ich muss aber noch was erledigen. Wenn der kommt, nimm den an, unterschreib schon mal, mach schon mal alles fertig. Weil du gehst dann schon mal irgendwo hin, raus, buchst dir dann noch das Hotel und das Escort in der Zeit, wo dann schon der Sportwagen geliefert wird, weil gerade in dem Segment bringen die dir den ja oft auf so Hängern, weil jeder Kilometer Geld kostet. Ja, in der Zeit hat die Frau schon ganz erwartungsvoll den Koffer gepackt, weil du bist ja bis montags unterwegs, weil du hast samstags das Geschäftsessen, Sonntag hast einen Tag Freizeit in der Stadt und am Montag musst du dann noch mal kurz was machen, kommst Montagabend wieder zurück. Du fängst an, wenn du losfährst, du pushst dich schon mit dem da hochfahren, Highspeed, Adrenalin, nur anhalten, Tankstelle. Da geht es ja weiter. Die Leute schauen auf das Auto, mit dem du unterwegs bist. Der Kick bleibt ja permanent da. Du kommst da an im Hotel, dieses Lächeln, dann gehst du in den Wellnessbereich, fängst wieder an, mit Leuten zu reden. Du bist dieser Großkotz, dann im Moment, wo du ja eigentlich gar nicht bist und den spielst du so durch und durch, dass du keine Pause hast. Du hast keine Pause. Nicht mal die typische auf dem stillen Örtchen Pause nutzt du für Nachdenken, nein. Oh. Der ist echt der Wahnsinn. Also der... Am Abend kam dann die Lady dazu, die dann meist für 24 bis 48 Stunden bei dir blieb. Und du hast den Hollywood-Style gelebt, sage ich mal. Ja, das beschreibt es, glaube ich, so ein bisschen. Du steigerst dein Selbstwertgefühl und damit kickst du dich. Ja? Das ist so, und dann gehst du schick essen und alle Männer um dich herum, denen läuft das Wasser im Mund zusammen, nicht wegen dem Steak, sondern wegen der Perle, die da neben dir sitzt. Und du weißt, okay, die habe ich mir für heute Abend gegönnt. Ja? Und selbst das Escort-Girl, was ja gebucht war, war so beeindruckt von dem Auto, von dem Hotelzimmer und wow, und hier schick essen gehen.
Ja, wo du eigentlich denkst, wie krank bist du eigentlich, Mann? Das ist eine, der zahlst du quasi für den Nachtbetrag X, fährst mit dem Auto rum, was dir nicht mal gehört, und das findet die geil. Und du findest es geil, dass sie es geil findet. Also wenn du das mal von außen jetzt im Nachhinein betrachtest, ja, dann denkst du echt mal, was ist denn das für ein Scheiß, in welchem Film ist es? Also ne, die Droge, die muss noch erfunden werden, die das auslöst. Während du unterwegs bist, gehst an die Spielbank oder gehst ins Restaurant, schreibst du halt nebenbei dann sogar noch SMS zu deiner Frau, so, ja, das Meeting ist voll öde, voll tröge. Während du der Prostituierten gegenüber sagst, das ist so schön mit dir und du gibst mir so viel und diese Nähe mit dir und auch diese Blicke, die du auf uns siehst, also, weißt du, das ist schon krass. Aber diese im Jiddischen sagt man Chutzpe, also diese Kaltschnäuzigkeit zu haben, da immer weiterzumachen. Wir haben dann oft auch Zeitpunkte ausgemacht, wo es heißt, sie ruft an wegen den Kindern, die gehen ins Bett. Heutzutage war es schon mit Video und Kinder guten Nacht sagen und Bussi hier und Bussi da. Dann gehst du halt ins Nebenzimmer, stellst du das hin, hast ein Hemdchen an, sagst, ich komme gerade von einer Besprechung, jetzt skypst du schnell daheim an, telefonierst das ab, machst aber da schon wieder indirekt so ein bisschen, ja, ich muss gleich wieder runter, die warten schon beim Essen, ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit und schlafst gut und Papa ist bald wieder da. Und aber wenn die Frau dann wieder kommt und sagt, okay, sie will dir noch vom Alltag erzählen und ich sag mal, die Geschichte vom Pferd, was sie morgen einkaufen will und was brauchst du am Montag, das interessiert dich ja in dem Moment nicht, da hast du dann keine Lust drauf, weil dann würde dich das ja von dieser Energieebene, die du gerade anstrebst zu haben, dieses Kick runterbringen, also wirkst du sie dann indirekt ab. Also wenn der Teil des Vaterseins, der immer da ist, weg ist, weil das willst du in jeder Situation sein, aber dann die Frau bügelst du einfach runter. Du sagst, okay, du, keine Zeit. Ja, letztendlich wurde dem wahrscheinlich irgendwie insgesamt in jeder Hinsicht mehr zugetraut, als wahrscheinlich dahinter ist. Einfach, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich einfach eine arme Wurscht, ist er einfach. Naja, ein Absturz. Ne? Du kommst da aus diesem Hoch raus und dann wieder in diese Realität rein, komplett nach unten, in dieses Alltagsloch und dann wieder die Sorgen. Du machst im Endeffekt die Sorgenschublade auf, indem du in die Wohnung reingehst und weißt, Alltag ist wieder da, die Sorgen sind wieder da, die Last ist wieder da. Dann hast du vielleicht auch noch, weil Freitagnachmittag noch irgendwas im Kindergarten war, hat die Frau dir noch die Rechnung aus deinem Fach mitgebracht, aus dem Büro, die noch auf dem Schreibtisch liegen. Du fängst wieder an, dann siehst du vielleicht auch wieder, oh Gott, der Kontostand. Ja. Und dann wird dir das auch wieder, und dann hast du im Unterbewusstsein, scheiße, was hast du gerade gemacht? Du hast gerade so viel Geld verbraten dafür. Aber es ist nur so momentan. Und dann ist es wieder, du bist im Alltag, dann kommt wieder, ja, was willst du essen? Und du bist wieder in dem Trott. Schau mal, das war eine pure Geschichte. Du erzählst deiner Familie und deinen Freunden, erzählst du, was für ein toller Hecht du bist, obwohl du es nicht bist. In diesem Mikrokosmos Kindergarten genauso. Im nächsten Umfeld Freunde, die du kennenlernst, du bist nicht du selbst, aber du kannst es auch nicht mehr sein. Du bist schon so tief in der Rolle drin, dass du eigentlich nicht mehr rauskommst. So, also obwohl ich Elternbeirat war und gewisse Dinge enger mitbekommen habe, solange es läuft, ist man, muss ich ganz ehrlich sagen, froh, dass es läuft. Und es ging dem Kindergarten immer gut und es war für viele Sachen Geld da. Und ich habe in vielen anderen Einrichtungen da viel mehr und schwierig und irgendwie konnte man immer alles zahlen und die sind toll auf dem Bauernhof und selbst der war irgendwie ein Jahr lang bezahlt und das spielte so keine Rolle. Also es war ein bisschen so, sage ich ganz ehrlich, solange es funktioniert, hinterfragt man es nicht. Es ist so, dass in der Satzung drinsteht, dass der erste Vorstand die Rechenschaftsberichte, die wir alle in der Jahreshauptversammlung ablegen, überprüft und hinterfragt. Das war bei uns aber nicht der Fall. Also ich habe das geschrieben am Abend vor der, nach einem Jahr vor der Versammlung, habe ich die Zahlen von meinem Vorgänger genommen, habe geschaut, okay,
Abschreibung, ein bisschen die Zahlen geändert, einen Text, drei Wörter geändert, hab das mitgenommen, saß dann relativ unvorbereitet da, wusste aber, okay, du kannst das ja eh verkaufen irgendwie. So ein paar Zahlen da rausgepickt, hab gar nicht mehr den ganzen Text genommen, gesagt, ja, und der Umbau, der wird so und so viel kosten, das können wir stemmen, unsere Rücklagen sind so und so. Das waren fiktive Zahlen, das waren gar nicht die Ist-Zahlen, das waren fiktive Zahlen. Sondern hieß es ja, ist der Vorstand entlastet? Das wird dann in die Runde gefragt. Also quasi akzeptieren alle das, was sie gehört haben. Ja, Vorstand ist entlastet. Dann, ja, möchten Leute zur Gegenwahl antreten? War keiner, der gesagt hat, ich möchte eure Jobs machen. Wollt ihr Wiederwahl? Wir alle, ja, wir wollen wieder. Vorstand wird einstimmig wiedergewählt, Sache erledigt. Prosecco trinken, weiter geht's. Wir haben dem alles geglaubt. Also, klar, volles Vertrauen. Wenn du im Nachhinein fragst, du dich natürlich irgendwie, aber der hatte für alles immer eine, ja, sehr kluge Erklärung irgendwie, oder einleuchtende Erklärung. Der hat wirklich Argumente gefunden und bezirzt ohne Ende. Und da war er schon nicht schlecht. Na gut, das allererste, du musst natürlich erkennen, mit wem sprichst du, wie tickt der dir gegenüber und was für eine Rolle hat der jetzt in der gesamten Gruppe. Eine Gruppe ist ja immer heterogen. Gibt es solche Typen. Es gibt die aktiven Dominanten. Die kannst du nicht überzeugen, die kannst du nicht ändern. Also das geht nur mit schlagenden Argumenten. Die hast du aber nicht, wenn du in so einer Ebene bist, wo es um Täuschen und Manipulieren dann natürlich geht. Aber mir fällt jetzt zum Beispiel ein Beispiel ein. Wir hatten einen Elternabend und da ging es darum, den Umbau durchzusetzen und zu realisieren. Und es waren die meisten Eltern dafür, einen kostenintensiveren, größeren, aufwendigeren Umbau zu machen. Und bei mir war ja zu dem Zeitpunkt schon bekannt, dass natürlich auch durch mich schon ein bisschen Geld weg war. Und natürlich die Sorge da, wenn jetzt der Umbau so kostenintensiv wird, ist der überhaupt noch durchführbar, ohne dass dann vielleicht auffällt, oh Gott, oder es ist kein Geld mehr da plötzlich von heute auf morgen. Und ich habe es geschafft, indem ich mir nach und nach die schwächeren Leute gesucht habe, die keine Meinung hatten, die durch kurze Einzelgespräche zu der Meinung zu bringen, dass das andere ja viel besser wäre, das weniger kostenintensive. Und ich habe es geschafft, das überall so reinzusetzen, dass es dann rüberkam, als wäre es die Meinung der Gesamtheit. Ne? Also ich meine, das ist eine klassische Form von so einer Manipulation. Sauber? Wie einer das schafft, 45, nein, 100 Erwachsene, wie du sagst, mal eben hochzunehmen? Das Absurdeste daran, dass wir und alle anderen es sich mit sich haben machen lassen. Und das kam für mich, war der Auslöser, diese Geschichte mit der Stadt, wo er bei der Stadt den Antrag gestellt hat, weil es einen angeblichen Wasserschaden in unserer Küche gab und er also dort bei der Förderungsstelle angefragt hat, er bräuchte sofort 40.000 Euro und die haben die ihm überwiesen. Ja, das war ja, weil das Konto schon sehr weit unten war und ich Angst hatte, wenn jetzt nächsten Monat die Gelder abgehen, dass das nicht geht. Und dann habe ich da halt gesagt, ja, wie schaut denn das aus? Und dann haben die gesagt, ja, aber ihre Gelder kommen erst einen Monat später. Und da war natürlich schon die Not, oh Gott, das muss ja weitergehen, die Gelder müssen da kommen, dass die Gehälter gezahlt werden können, alles. Dann bin ich dahin und bin halt dann gesagt, wie schaut's aus? Naja, ich muss mal, ja, kann ich mit ihrem Teamleiter sprechen? Ja, okay, mit dem Teamleiter gesprochen und dann, ja, das machen wir. Morgen übermorgen weisen wir ihnen das Geld an. Und du wusstest, okay, in drei Tagen sind die Gehälter fällig. Situation nochmal gerettet. Also das Talent, diese Situation zu retten, war ja da. Die Idee war da. Jetzt rückblickend betrachtet, gab es immer wieder irgendwelche Unstimmigkeiten, die Einzelpersonen irgendwie aufgefallen sind, die sich damit dann an Basti gewandt haben und der hat es dann geklärt. Das heißt, es wurde diese Puzzleteile wurden nie zusammengetragen und haben damit ein Bild ergeben, sonst war immer so, dass einzelne kleine Ungereimtheiten dann wieder ausgeräumt wurden. Diese Rolle ist in sich immer mehr gewachsen und war auch so eine Verstrickung. Und, oh Gott, da habe ich jetzt das so gesagt, das muss ich jetzt überall so sagen, ne? Weil du hast es dann vielleicht einem gesagt, ist rausgerutscht und dann musstest du es aber komplett durchziehen. Und das war schon ein Prozess, der in sich gewachsen ist und immer mehr wurde. Das angefangen mit einer kleinen Burg um dich herum und irgendwann war die oberste Karte schon hier, ne? Dass du dich selber einbuddelst damit. Und es wurde ja immer enger, der Ring spannt sich ja immer enger zu. Die Chris hat sich davon im Gegensatz zu den anderen nicht beruhigen lassen, sondern hat irgendwie auch nicht gleich wieder vergessen, was ihr schon mal komisch vorkam, sondern hat die Dinge im Kopf bei sich einfach addiert. Naja, die hat halt schon oft rumgestichelt, ja, wie ist denn das so? Die hat dann so hinterfragt, also dann sitzt du im Hof, besprichst
Alltagsthemen, zum Beispiel, ja, sobald das Sommerfest das und das braucht man. Und dann kommst du zwischendrin eine Frage, wo bei dir dann die Alarmlampen hochgehen, wo du denkst, das hat doch jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun. Basti, wie viel Geld ist denn jetzt eigentlich wirklich noch da? So einfach so aus dem Stegreif nichts. Ja, das war unsere Personalvorstandsvorsitzende, die Chris, die von Anfang an irgendwie ein eigenartiges Bauchgefühl dem Basti gegenüber hatte. Ja, 170.000 sind noch da. Nee, warte, ich habe gerade 2.000 überwiesen, es sind noch 168.000 da. Soll ich schnell einen Kontoauszug holen, damit du's... Und dann hast du sie aber schon der, wo sie dann sagt, nee, ich will mir jetzt nicht mein Misstrauen zeigen. Nee, passt schon, ja, ich glaube dir das, wenn du das sagst. Also eines Tages hat mich eine Mutter angesprochen, als ich die Rumi abgeholt habe und hat mir erzählt, dass der Basti Gelder veruntreut und dass es aber Probleme gibt, das alles in den Vorstand zu bringen oder überhaupt darüber zu kommunizieren, weil das sehr abgeschmettert wird. Und das habe ich dann auch gleich weitergetragen, das Gerücht, an andere Mutter, die ich dann zufälligerweise getroffen habe. Und die konnten das gar nicht glauben. Wenn dir das eine erzählt und du erzählst es fünf anderen weiter und die sagen alle, kann nicht sein, stehst du auch dann und denkst, vielleicht habe ich mich auch verhört. Und das spitzte sich eigentlich dann für mich auch einfach dann noch danach in der nächsten Woche einfach immer weiter zu. Es gab sozusagen die eine Seite, die gesagt hat, es muss überprüft werden und jetzt und überhaupt. Und die andere Seite, die gesagt hat, das kann doch nicht sein. Und da gab es ja dann eben, die Frau war ja mit dem dritten Kind schwanger und da hatte er ja dann auch so eine Geschichte aufgebaut, dass das alles ganz gefährlich ist und Dings und die muss liegen. Und was ich jetzt im Nachhinein sage, was sicherlich auch so was war, um da sich unangreifbar zu machen, dass jeder sagt, jetzt lass doch erstmal das Kind auf die Welt kommen, dann können wir doch im August weiterschauen. Die letzten Rettungsanker, wo du versucht hast, okay, das Ding irgendwie noch am Laufen zu halten, ja. Das glaubt man natürlich, wenn das jemand erzählt, weil sowas zu erfinden, das ist ja maßlos. Also, ja, das sind ja, ist ja eine Gefühlswelt, die da aufgebrochen wird. Und jetzt hat er ja schon ein behindertes Kind und ein stand es praktisch mit dem dritten Kind auch spitz auf Knopf, dass das zu früh kommt und eventuell dann halt auch wieder eine schwierige Situation dazu kommt und das Leben der Frau ist gefährdet. Das ist ja der Wahnsinn, ja. Und mit diesen Gefühlen hat er gespielt. Also hat letztendlich wahrscheinlich war das aber ein Ablenkungsmanöver. Das ist dann nur noch ein Taktieren. Du bist quasi eigentlich schon am Untergehen, aber du manövrierst noch um die Eisberge rum, bis halt der Entscheidende kommt, wo du reinknallst. Mir war es irgendwann bewusst, dass es auffliegen kann, dass es auffliegen wird. Und ich hatte auch eine wahnsinnige Angst davor, dass es auffliegt. Dann hast du 2-3 Tage, also da habe ich dann wirklich auch überlegt, wie kommst du aus der Nummer raus und so. Also das war schon so. Und auf einmal war das aber wieder weg. Sondern jetzt, ach, die glauben ja, du machst ja eh nichts. Dann kannst du auch weitermachen, weil wenn sie dich erwischen, ist eh schon wurscht. Anders als ich mir das vorgestellt hatte, war es nicht so, dass man sagen konnte, Kontoauszug schaue ich an, Geld ist da, Geld ist nicht da. Sondern die Aufgabe war bei dem Finanzvorstand, und das war irgendwie gar nicht so eindeutig, jetzt direkt zu klären, was da wie läuft mit den Beiträgen. Es war dann beschlossene Sache, dass die Buchungsunterlagen alle von einem Profi geprüft werden. Wo ist der Bankauszugsordner? Ja, hat der normalerweise irgendeiner und wer soll es haben? Der Kassenwart. Oder rückt die EC-Karte raus, dann kann man ja zur Bank gehen und das auch nochmal holen. Boah, fuck, scheiße, hier kommst du nicht mehr raus. Und was soll ich tun? Ja, du wusstest genau, okay, dir steht das Wasser so weit. Und ja, du kommst da nicht mehr raus morgen früh. Wenn die Ordner nicht kriegen, dann rammen sie dir die Bude ein und holen sich die Ordner und spätestens dann wissen sie Bescheid. Und dann sitzt du da und denkst so, scheiße, was soll ich tun? Da wird es erstmal reell richtig heftig klar, was du eigentlich angerichtet hast. Für dich, für dein Umfeld und für die Gemeinschaft. Ich bin ins Auto gestiegen, bin erstmal losgefahren. Das war so diese Flucht nach vorne. Erstmal Autofahren, was ich gesagt habe, befreit mich. Da war ich immer so in meinem Element. Aber es hat mir in dem Moment nicht mehr gut getan. Und dann läuft dein reelles Leben kurz vor dir ab. Das ist Familie, Kinder, Eltern, alles, wo du sagst, scheiße. Und dann zu sagen, okay, komm, ich gehe zurück. Ich bin zurück, habe mich auf die Couch gelegt, bin am nächsten Morgen aufgestanden, ohne irgendwas zu sagen. Habe mich fertig gemacht. Dann nur so, ja, ist mein Sohn fertig, ich habe ihn genommen, bin mit ihm im Kindergarten, habe ihn in die Gruppe gebracht und habe gesagt, Moment, ich muss mit euch reden.
ohne Erwartungen, doch mit Erwartungen einen schönen Nachmittag zu verbringen. Bei der Karin bin ich in den Hof eingelaufen, habe mich auf einen Latte Macchiato gefreut und die Chris war da und sie hat geweint. Und dachte, okay, vielleicht irgendwas mit den Kindern oder sonst was Privates. Das Erste, was sie mir gesagt hat, wir müssen das Kinderhaus vielleicht schließen. Auch dieses, das, dass man sich das halt vorstellen musste, quasi bildlich, was in dieser E-Mail geschrieben wurde, dass der Basti da hinkommt, vor diese Runde einberuft und dann quasi ein Schuldeingeständnis ablegt, das war irgendwie echt krass. Also das war wirklich so, boah, kann ich echt, das ist ja krasser wie jeder Film irgendwie. Das hat er ja noch nicht mal wirklich, weil er nichts unterschrieben, oder, damals? Er ist zu den Erziehern gegangen und hat, glaube ich, der Biene, der Erzieherin unserer Gruppe, gesagt, er muss ihr was gestehen, er muss was sagen, es ist ganz wichtig. Und dann kamen noch andere dazu und er hat sich geoutet und hat gesagt, er hat dem Kinderhaus Geld geklaut, weil er spielsüchtig ist und hohe Schulden hat. Naja, und trotz allem spielt er auch wieder so ein bisschen Mitleid mit rein, weil der Typ sich halt nicht im Griff hatte, ne? Also Thema Spielsucht, der ist da völlig in was reingerast, wo er jetzt nicht mehr weiter weiß. Die haben mich noch in den Arm genommen, das hat mich voll verbufft. Ne? Also du sitzt da, sagst denen, was passiert ist und die nehmen dich in den Arm. Alle waren ja Rotz und Wasser am Heulen, die, ich. Man hatte so das Gefühl, okay, wir müssen dem jetzt helfen. Und es sind ja dann auch noch Eltern aus dem Kinderhaus mit ihm dann zur Suchtberatung gegangen, weil es war ja noch dieses Spielsucht-Thema. Und wir schaffen das zusammen. Tatsache war, der war so durch den Wind, dass wir überhaupt nicht, also es war für alle in diesem Kreis, also inklusive Erzieher und Forschung, klar, man kann jetzt nicht einfach sagen, na gut, dann gehst du jetzt. Also der war durch. Also wir wussten nicht, was wir mit dem anfangen sollen. Naja, das war ja da schon die Verteidigungsstrategie, ne? Und deswegen haben sie ja nicht wirklich auf mich reagiert, sondern auf die Strategie, die schon dahinter stand. Im juristischen Prozess ist ja eine Strategie, die du wählst, die du fährst. Und die war ja da schon festgelegt vorher über ein Gespräch mit dem Anwalt. Ich hatte ja dann, als es hieß, ich muss die Ordner abgeben, habe ich mich ja gleich schon mit dem beraten darüber. Also ich hatte überhaupt kein Mitleid. Tut mir leid, wenn jemand so viel Geld... Das war mir noch nicht klar am Anfang, sondern erstmal Seite schafft, dann war das für mich. Tut der sich jetzt was an? Flippt der völlig aus? Ja. Ich habe gleich gedacht, okay, da muss es einen Grund geben. Braucht er eine mafiöse Spenderniere, die sauteuer ist für sein Kind? Oder braucht er, ist der Betrieb vom Schwiegervater in Liquiditätsproblemen und braucht jetzt einfach Cash, um das wieder zum Laufen zu kriegen? Aber das Geld kommt dann auch wieder zurück. Und mir war es völlig unklar, wie das passieren kann. Aber klar war mir irgendwie schon, dass da eine Masse ist bei dem Siedlers. Einfach, dass da ein Geld ist, von dem man sich da auch wieder das Geld holen kann. Nein. Nee, ganz ehrlich, immer jemand, der sowas macht. Wenn jemand sowas macht, das siehst du nie mehr. Der war einfach skrupellos. Siehst du nie mehr. Wo soll er denn das hinhaben? Ach, du dachtest, dass er das Geld wieder dem Kinderhaus zurückgibt. Ja, ja. Das war dein Gedanke. Ja, ja. Daran habe ich nie gedacht. Na klar. Also ja, ich hatte natürlich, immer noch, dass erstmal da alles gepfändet wird, was der hat. Da dachte ich natürlich schon, dass man da erstmal zurückgreifen kann, dass er privat haften muss und das abstottert. Für mich war klar, das Geld ist weg. Für mich war klar, der Basti ist weg. Für mich war klar, wenn der nicht sofort im Gefängnis ist, wird man den nie kriegen und auch das Geld nicht kriegen. Umso fraglicher war es für mich, warum da nichts passiert. Als es dann rauskam, als hieß, das und das ist jetzt passiert, es kommt jetzt zu dieser Anzeige dadurch natürlich auch, was ja logisch die Konsequenz auch ist, das war die freieste Zeit in dieser Kindergartenzeit überhaupt. Du wurdest erwischt, es ist weg von dir und es hat aber funktioniert. Ich meine, ich habe ja trotzdem dann in der Zeit überlebt. Ich habe ja nicht Gelder generieren können die ganze Zeit weiter, sondern es war ja wirklich dann, okay, ich melde mich jetzt mal arbeitslos, weil Selbstständigkeit läuft ja gerade eh nicht. Ah, okay, jetzt suche ich mir mal wieder einen Job. Also du hast kurzzeitig wieder diesen
Drive gehabt zu sagen, wow, ich bin frei und jetzt mach was draus. Na? Wie schaffst du das mit dir? Jeden Tag den Leuten in die Augen zu schauen und 2 Minuten später beklaust du die. Die und zerstörst des Kindergartens glückliche Leben deines Sohnes. Wie machst du das? Ich sag mal, Arbeiterschicht Kindergarten, da musst du damit rechnen, dass du ein paar Werkzeuge vor den Kopf kriegst. Dort musst du mit warum, wieso fragen. Mit Fragen rechnen, ne? Mit ungeklärten Fragen. Wieso? Wie konnte? Ob er nicht an seine eigenen Kinder gedacht hat, wenigstens. 1:1 hätte ich die gleiche Frage. Na, betrügt man die Kinder? Das Geld ist ja für das Unternehmen. Also da muss ich jetzt sagen, nicht für das Unternehmensziel. Ich habe mich auch mitbetrogen. Ich war ein Teil der Gemeinschaft. Ich habe ja nicht die anderen betrogen, sondern ich habe uns alle betrogen. Ich habe mir ja auch was vorgemacht. Ich habe ja auch auf den Elternabend irgendwelche Zahlen dann gesagt oder auf den Vorstandssitzungen, die gar nicht stimmen. Habe mich selber mit angelogen. Ja. Ich denke mal, dass der auch sich irgendwelche Strategien zurechtlegt, damit er da nicht irgendwie schlaflose Nächte hat, weil die hat er nicht, glaube ich. Das ist das, was die Leute gerne hätten, dieses, dass sie, und warum? Die große Frage des Warum, die hat mich mein Leben lang verfolgt. Wenn du Kind bist, fragt dich jeder, warum? Wenn du erwachsen wirst, in der Lehre, fragt dich jeder, ja, warum? Wenn du einen Fehler machst, fragt dich jeder, warum? Aber hinter dem Wort Fehler, ich habe einen großen Fehler gemacht. Dreh mal die Buchstaben F-E-H-L-E-R. H-E-L-F-E-R. Helfer. Jeder Fehler ist auch ein Helfer. Die Lähmungsphase, die sich aus dieser Misere ergeben hat, die ist ja dann relativ schnell verflogen, weil alle gewusst haben, jetzt müssen wir alle in die Hände spucken und die Karre da irgendwie aus dem Dreck ziehen. Und das fand ich sehr schön zu spüren, wie da plötzlich so eine Belebung stattfand. Alle Geister waren geweckt, weil jetzt ging es ums Ganze. Wenn wir innerhalb von 2 Wochen nicht das Geld durch Spendenaufruf und Aktion auftreiben, wird das Kinderhaus schließen müssen und das für immer. Kurz vor knapp, war 11:45. Ja. Die Eltern würden es dann 11:45 vielleicht bezeichnen, aber das ist meines Erachtens nach latent übertrieben gewesen. Damals, ja. Nein. Im August wäre alles aufgeflogen. Im August hätten die Erziehergehälter nicht mehr bezahlt werden können und da wäre es auf jeden Fall spätestens rausgekommen. Und davor hat er schon einen anderen Kindergartenplatz beantragt und bekommen. Das war zum Beispiel so ein harter Moment. Also er hat seine sozusagen Schäfchen und aber auch davon ausgehen, dass keiner ihm aber kann. Also wollte ja noch nicht mal die Stadt wechseln, noch nicht mal den Stadtteil, sondern hatte quasi im Stadtteil einen anderen Kindergartenplatz für seine Kinder. Obwohl er uns ja in dem Geständnis auch noch gesagt hat, sozusagen die ganze Welt bricht für ihn zusammen. Jetzt, es könnte sein, dass das Kinderhaus und damit auch der Kindergartenplatz für seinen Sohn, was ja das Wichtigste ist, nicht mehr existiert. Zu dem Zeitpunkt hatten die schon einen neuen Platz. Man hat ja dann die Umbaumaßnahmen gestoppt und dann sind ja Eltern auch schon eingesprungen. Fundraising und Eltern haben einen Teil übernommen. Ich meine, da war ja auch ein Background da, wo die Möglichkeit war, das aufzufangen. Es waren ja viele da, die auch an dieses Baby geglaubt haben, an dieses Projekt Kindergarten und dafür auch gelebt haben und gesagt haben, das lassen wir uns jetzt nicht kaputt machen, von dem erst recht nicht. Und sind durch diesen Zusammenhalt der Gemeinschaft ja dann auch zusammen wieder aufgetreten und haben es gerettet. Also. Zugegeben hat er die ganzen Sachen, ja, die muss man immer nicht nachweisen.
Ich wurde abgeholt in der Früh von der Polizei. Durfte mich noch verabschieden, habe gesagt, Papa geht jetzt für eine Weile weg, wir sehen uns. Die Mama wird euch alles erklären. Ich habe auch schon ein paar Tage vorher halt gesagt, dass ich bald weg bin. Ein Kuss, Umarmung, angezogen und gegangen, so wie wenn ich in die Arbeit gehen würde. Vergangenheit zerstört. Der Weg in die Zukunft ganz schwer und steinig. Stolpersteine ohne Ende, die ich mir selber dadurch in den Weg lege. Für mich ist das Kinderhaus erwachsen geworden dadurch. Und es hat jetzt wieder was ganz, ganz Standhaftes. Das steht jetzt wieder so richtig wie so ein Bollwerk da. So, jetzt bin ich Reiseverkehrskaufmann. Jetzt bin ich in Haft gewesen. Jetzt komme ich irgendwann raus, bewerbe mich irgendwo, möchte eine Arbeit haben. Knacki, Stempel. Das habe ich mir selber zuzuschreiben. Ich habe eine Wut auf mich. Natürlich habe ich einen Schmerz, Trauer. Aber ich sehe das jetzt nochmal als Chance. Als die Chance, dem Umfeld, das ich massiv enttäuscht habe, als auch meinen Kindern zu zeigen, hey, der Papa, der kann auch was. In dem steckt mehr als nur der Kartenhausbauer. Der Magier. Thank you.